kommt gleich unsere nächste Siedlung dazu. Es wäre die zweite Küstenstadt auch. Hier im Nordwesten, nordwestlich unserer Hauptstadt Kupiskano, sind unsere Siedler unterwegs. Ein Kriegertrupp, ein kleiner. In der Nähe ein Stadtstaat. Und ganz im Westen die Osmanen. Ein Späher haben sie schon vorgeschickt. Von den Toren von Hongkong lungern sie auch schon herum. Ich habe den finsteren Verdacht, die werden bald sehr aggressiv werden. Üblicherweise die Osmanen, eine Fraktion, die gnadenlos aggressiv spielt und versucht zu erobern, einfach auch, um ihre Boni entsprechend auszuspielen. Sie können zum Beispiel sehr schnell Belagerungswaffen bauen und haben gar keine großen Probleme, wenn sie fremde Städte erobert haben. Die Bevölkerungszahl wird nicht geringer und so weiter und so fort. Also ganz scheußliche Offensivboni. Scheußlich für uns, für ihre Feinde. Sie selber nehmen das natürlich ganz anders wahr. Eine Runde weiter. Willkommen beim Let's Play mit den Maori und willkommen bei jemandem, der sich furchtbar darüber freut, mit wie viel Begeisterung ihr diese Reihe verfolgt. Das tut mir so gut, es macht mir so einen Spaß, so viele Kommentare zu bekommen und mitzubekommen, wie ihr mitfiebert. Das macht mir eine helle Freude, ist mir echt eine helle Freude. Ganz ernsthaft. Da zieht der Osmane, der Späher, ein bisschen hin und her und weiß nicht, was er machen soll. Ist Inspiration nichts als bloßes Schilf im Wind. So, wir können die Regierung wechseln. Agoge, wir könnten jetzt eine Nahkampfeinheit mal dazwischen schieben. Beim Bau der Siedler oder und Handwerker schneller produzieren, schauen wir uns nachher an. Zuerst machen wir mal das, warum wir hier überhaupt angekommen sind. Schaffen wir es jetzt vielleicht? Das schaffen wir nicht. Aber wir gehen jetzt mal gucken hier, wie es hier überhaupt im Hinterland aussieht. Weit blicken können wir nicht. Noch ist alles. Hier beginnen die ersten Loyalitätsprobleme, aber das heißt, die haben immer noch keine weitere Stadt gegründet, die Osmanen. Nur die drei, die beiden und eine im Herzen des kleinen Kontinentes. Mehr haben die noch nicht. Ich nicht weiß, ob hier nicht vielleicht ein Feind ist, eine Barbareneinheit, die wir nicht sehen können. Ziehe ich nicht hier drauf, das ist mir zu riskant. Die könnte ich mal zwar wieder zurückerobern, aber wir bleiben einfach hier. Genau hier, genau da bleiben wir. Und hiermit können wir schon mal runterziehen. Ein Feld decken wir noch auf. Ich hätte noch eine weitere Runde hin und her lungern können, aber mal schauen, ob wir hier noch irgendwas finden. Na. Vielleicht finden wir ja noch eine coole Bonusressource und wissen hier, wen wir mal gründen. Das sieht aber ganz und gar nicht danach aus, außer der Fischressource, auf der wir gerade auch stehen. Ja, das war die Frage letztes Mal. Ziehen wir hier unten rum, gen Westen. Hier sind wir mit einer Einheit schon unterwegs. Oder füllen wir eine Lücke und ziehen mit ihm hier Richtung Osten zurück. Denn hier ist ganz viel, wo kein anderer ist. Kein anderer Späher. Riesige Flächen, die darauf warten, dass wir sie erkunden. Und das machen wir auch. Wir ziehen ein bisschen Richtung Süden. Oh ja. Ich wette, hier konnte man eh nicht durch. Sind wir sogar vergebens eins nach unten gezogen. Einen echten Umweg gerade. Das heißt es aber wiederum, dass wir mit dem Speer durchaus hier unten rumziehen, weil wir kommen ja nicht mit dem von Osten her. Wir wollen mit ihm die Küstenlinie ein wenig aufdecken. Ja, es ist die Frage, was machen wir hier? In drei Runden der Siedler. Cooler Standort hierhin, aber wer weiß, ob hier mittlerweile ein Barbarencamp ist. Man müsste es eigentlich sehen. Und ich würde natürlich im Zweifel zwar lieber hier bauen, damit uns der Platz hier nicht entgeht. Dafür wieder bräuchten wir eine Nahkampfeinheit. Wir machen mal Folgendes. Wir schieben mal
Wir gehen mal rein in die kulturelle Forschung. Als nächstes das Staatsdienertum. Das dauert 11 Runden. Das wird lange dauern. Den Boost haben wir nicht. Wir haben noch keinen einen Bezirk gebaut. Und wir schieben mal ja, einen Schleuderschützen einzuschieben würde Sinn zu machen, um mit ein bisschen Glück den Bonus, den Boost zu bekommen für das Bogenschießen. Ein Sieg mit ihm. Aber das ist andererseits eine ganz schwache Einheit, die auch sehr schnell mal ins Gras beißt. Wir bräuchten eher einen Krieger, um hier vorzugehen und zu schauen. Oder noch einen Späher, der hier einfach vorzieht, der hier oben hingeht, aufdeckt, dann gucken geht. Ein vierter Späher könnte auch nicht schaden, geht auch fix. Was machen wir? Ich glaube, der Späher wäre am schnellsten. Andererseits, wir machen das mal so. Ich packe hier oben das hier rein. Das gilt nicht für den Späher. Der Späher ist eine Aufklärungseinheit. Wir ziehen die Produktion vom Siedler vor, packen aber... Ah ja, die schließen sich ja eigentlich aus. Entweder man baut das oder man baut das. Wir werden erstmal weiter Siedler bauen. Wir werden einen Krieger jetzt bauen. Dann lassen wir das hier drin, Kampfstärke gegen Barbaren. Lassen die Siedlerproduktionskarte auch drin und gehen erstmal noch weiter auf Richtung Siedler. Und wir werden jetzt hier... einen Krieger reinpacken, der dann hier nach links gucken geht. Ein Krieger, der sonst wahrscheinlich auch nur in zwei Runden fertigt, an der Siedler. Da war lange gezogen im Hintergrund. Was passiert denn da? Nichts will ich als ein schlankes Schiff und den weisenden Stern in der Höhe. Hafenbauer. Und Leuchtturm. Leuchtturm bringt mehr Wohnraum, wenn der Hafen direkt neben der Stadt ist, was wäre bei uns ja der Fall. Plus eine Nahrung auf alle Küstengeländefelder. Und ein weiterer Handelslot. Ja, da hatte ich gar nicht gedacht, weil das ist natürlich... Wir platzieren den auf jeden Fall. Ja. Hier kommt er hin. Neben zwei Küstenbonusressourcen hier. In 5 Runden fertig. Welche Reihenfolge bauen wir jetzt? Wir machen erstmal das hier vorne. Wir gehen mit ihm hier an Land. Hier hin. Und eine Runde aussetzen. Astronomische Navigation fertig, Hafen baubar. Wir wollen natürlich hier hin zu unserer Spezialeinheit Tor. Aber Bogenschießen. Alles andere zu riskant. Campus werden wir vorerst nicht bauen. Wir haben kaum Platz dafür. Plantagen brauchen wir im Augenblick noch nicht. Wir gehen hier hin. Kornspeicher bauen wir im Augenblick nicht. Großes Bad ist schon gebaut worden. Ernten können wir eh nichts. Stadtmauern bauen macht immer Sinn. Eisen aufdecken macht auch Sinn. Wir ziehen Bogenschützen vor. Das ist unsere Versicherung, falls es irgendwie Stress gibt. Mit Barbaren, mit den Osmanen, mit wem auch immer. Dann können wir notfalls in dieser sehr produktionsstarken Stadt in Kombination mit der
50% Produktionskarte für Militäreinheiten ganz schnell bauen. Aber jetzt ist weiterhin die Frage, was machen wir hier? Also wir müssen hier links gucken gehen. Ich setze hier noch eine Einheit rein. Wir ziehen den hier vor. So machen wir das. Der ist gleich fertig. Der Gouverneur ist hier. Das nutzen sie im Augenblick mäßig viel, der Herr Magnus, mit seiner Bodenbrecher-Eigenschaft. Gibt vor Ort allerdings mehr Loyalität, das kann nie schaden. Und mit der nächsten Beförderung können wir dann hier mehr Siedler produzieren. Eine Runde weiter. Hoffentlich machen wir hier alles richtig in der Baureihenfolge. Ah, das ist echt schwierig. Das so auszupuzzeln, dass man damit wirklich zufrieden ist. Ja, die Delegation ist uns willkommen. Dann hat er mehr Sichtbarkeit bei uns. Das finde ich aber nicht so schlimm, weil er ist furchtbar weit weg und es verbessert unser Verhältnis und ja, Mai. Für den Religionskrieg wäre das nicht so gut, aber soll er doch. Hoppla, Antike endet in 10 Runden. Barbaren hier unten. Naja, das ist jetzt nicht so furchtbar. Und jetzt? Was jetzt wohl passieren wird? Ich weiß es. Eine neue Stadt entsteht. Unsere zweite. Diese Sicherheitsabfragen, die gibt es erst seit kurzem. Zack, Taumuto. Ah, das wird den Osmanen nicht unbedingt gefallen. Loyalität ist okay, da machen wir uns keine Gedanken. Und Religion? Da war doch was. Der Bullismus ist hier und übt auch dann Druck auf, bullistischen Druck gegenüber den Osmanen. Mit ein bisschen Glück werden die vielleicht selber bullistisch. Und das wiederum bedeutet, wenn die mehrheitlich bullistisch wären, wenn nur zwei Städte von denen umkippen, wir haben ja den Grundsatz, religiöse Kolonisation. Städte starten mit dieser Religion, wenn sie von einem Spieler gegründet werden, der diese Religion als Mehrheitsreligion hat. Jetzt bin ich mir nicht ganz sicher, ob das auch gilt für die fremden Zivilisationen, die das annehmen. Falls es mal einer posten mag, sehr gerne. Ich habe gerade ein bisschen den Überblick verloren, weil es gibt verschiedene Arten von Glaubenssätzen. Aber ich glaube, das gilt auch für die Osmanen. Wenn wir zwei von den drei Städten bullistisch hätten, das sind alle neue Städte, die gründen auch bullistisch wären. Ich glaube ja, ich weiß es nicht genau. Schreibt, wenn ihr möchtet, wenn ihr es wisst, also nicht nur glaubt zu wissen, sondern wirklich wisst, dann kommentiert das doch gerne mal und macht uns alle klüger. Fände ich schön. So. Hafen? Ah, wir machen vorher noch was ganz anderes. Kulturschock. Hier kommen nach ein Aquädukt hin. Das ist echt fett hier. Bringt ganz, ganz viel hier an Nahrung ein. Da wird die Stadt sehr schnell wachsen. Glorreich. Und in die Bauschlange. Wie teuer ist es, ein Monument zu kaufen? Gar nicht mal so teuer. 240. Das können wir uns bald leisten. Und der Bau eines Handwerkers, 29 Runden. Den bauen wir lieber woanders und schicken ihn dann rüber. Also es macht mehr Sinn, hier einen Bezirk zu bauen. Ein Hafen. Und da fahren wir auch schon ein Plätzchen. Bringt 3 Gold.
Von der Meeresressource ein Gold, zwei Gold hiervon. Ein Tier hier, dann würden die mehr das hier bekommen, aber man sollte ja unbedingt neben dem Stadtzentrum, auch wegen den Gebäudeboni, die auf dem Hafen entstehen. Die Osmanen werden wahrscheinlich gleich meckern. Wir sollten, dass wir direkt an ihrer Grenze gebaut haben, deshalb lasse ich den Kollegen hier auch in der Stadt drin. Der wird nicht rausziehen. Also ab jetzt kommen wir in eine Phase, wo die Osmanen wahrscheinlich zickig werden. Wir können es ihnen nicht verübeln. Das gibt gleich Ärger. Der wird uns eventuell fragen, ob wir nochmal in seiner Nähe siedeln werden, und das wollen wir ja eigentlich. Der ist uns sowas von turmhoch überlegen. Wir haben ja kaum Militär und der hatte schon eine riesen Startarmee. Da kommt der Siedler hoch und kommt zu spät. Jetzt wird's spannend. Seht ihr? Schaut euch das mal an. Ist das nicht, das ist Maßarbeit. Wie gut, dass wir den Siedler so frühzeitig reingestellt hatten in die Bauschlange, auch ohne, dass wir über die Siedlerproduktionskarte verfügt hatten. Sonst hätte das hier nicht geklappt. Und hier ist der Krieger entstanden. Eigentlich sollten wir dem hochziehen hier oben, um plus 5 Kampfstärke zu bekommen. Aber ich will wissen, was hier los ist. Der schnellste Weg, das rauszukriegen, ist mit ihm zu wassern. Und dann, also hier zu wassern und dann hier rüber zu fahren, müssen hier gucken können. Ich weiß, wir sollten eigentlich alle hier oben hin wegen der plus 5 Kampfstärke, aber ich mach's nicht. Ich will erstmal wissen, was da los ist. Den Hafen lassen wir weg. Ihr seht, da zieht ein Osmanenkrieger hin und her. Das ist alles echt hier mit ganz, ganz heißer Nadel gestrickt. Die Stadt verliert Loyalität. Wie viel? Minus 0,2, ach komm. Sobald hier einen weiteren Bürger hat, kann er schon anders aussehen. Oder hier, Kupiskano oder wie auch immer. Hier ist eine Flussüberschwemmung. Eine Aktion noch und damit würden wir gerne hier Marmor uns holen und kaufen. Denn wir werfen einen Blick in die Stadtstatusliste, beide zufrieden, aber. Und, müssten wir jetzt dazu kaufen? Können wir allerdings das Marmor, das Monument erstmal nicht kaufen. Das Monument, bringt das nicht auch Loyalität? Ja, das würde die Loyalitätsprobleme weghexen. Aber das Geländefeld kaufen, wiederum ist wegen der Zufriedenheit ganz gut, kostet 60, machen wir. Und gibt auch hier einen Kulturpunkt. Und den wiederum nehmen wir gerne mit, damit wir hier schneller wachsen. Was ist denn das da oben? Oh, das ist wahrscheinlich so ein kleines Kontinent oder eine Insel. Lockt uns das an. Wir bleiben erstmal dort oben. Kontinent oder Insel? Wir gehen einmal gucken. Ah, das ist nicht der Rede wert hier. Oh, und das ist schon eher der Rede wert. Schon wieder ein Bonusdorf, das gefällt mir.
Wie sieht's denn aus mit dem nächsten Zeitalter? In 9 Runden ist es der Fall. In 3 Runden der nächste Siedler. Noch ist das Barbarenlager da. Hier irrt ein Siedler hin und her, habt ihr gesehen? Aha. Kommt hier noch eine Küste auf uns zu? Könnte gut sein. Ich ziehe mal eins vor und dann Richtung runter. Da gehen wir mal unten gucken, was wir da aufdecken könnten. Krabben? Eine Landfläche. Ja, und hier wollen wir natürlich hin, sofern kein Barbar da ist. Nein, und? Na, Erfahrungspunkte. Oh, sehr viele sogar. Und weitere Zeitalterpunkte. Eine Runde weiter. Habt ihr gesehen die Nachricht? Das Osmanische Reich ist eine klassische Republik geworden. Das heißt, die haben jetzt bereits die nächste kulturelle Errungenschaft bekommen, die wir anstreben. Dann hat er mehr Sichtbarkeit, aber ich will mich mit ihm nicht balgen. Das ist jetzt echt eine schwere Frage. Also wir geben ihm mal mehr Sichtbarkeit auf uns, weil wir sind ihm so hoffnungslos überlegen. Ich will mich gern bei ihm ein bisschen einschleimen. Ist uns so großartig überlegen. Wir machen's mal. Ich weiß gleich, bluten unsere Herzen vor Angst. Letzter Platz im Herrschaftssieg, Militärstärke 80, unsere Cooper. Zweiter Platz. Oh, wo sind sie denn? Genghis Khan. Ach, Süleyman. Oh, dritter mit 164. Doppelt so viele wie wir. Als wir. Und 164 ist immer noch relativ weit unten. Da sieht man mal. 375. Diese Inder. Sollen wir hier mal gucken gehen? Ach, wir hätten auch so gucken gehen können hier drüber, oder? Zu spät. Nächste Runde ist der Siedler da. Und? Was ist das für ein Kontinent? Na, das ist interessant. Schaut mal hier links. Seht ihr? Thema Weltumrundung. Wir sind kurz davor. Jetzt haben wir schon eine Ahnung davon, wie groß die Karte ist. Wir sehen nicht mehr nur einen Kartenausschnitt, der im Nichts schwimmt. Sondern wir wissen, wir nähern uns der Weltumrundung. Sehr cool. Und hier geht es auch, also wenn wir das wirklich mal anstreben mit der Weltumrundung. Wobei, da hätte ich ja gerne erstmal den Zeitalterwechsel hinter uns gebracht. Hier ist nochmal jemand. Jemand, den wir kennen? Nein, das ist einfach nur unsere eigene Reichweite beim Ziehen gewesen. Ach doch, neuer Kontinent, Vendia. Sollen wir das Innere hier aufdecken? Ja, jetzt sind wir mal hier. Wie oft kommen wir hier hin? Wir bleiben hier und ziehen mal. Ach. Hier hört's auf. Nach uns benannt. Te Matau Amaui. Und in der nächsten Runde, ach, in der nächsten Folge bekommen wir den Siedler hier.
Ich bin mal gespannt, was die Osmanen, die melden sich. Also eben hat er sich ganz freundlich gemeldet. Der hat noch nicht mal geschimpft. Wohin werden wir mit dem Siedler ziehen? Gen Westen? Wenn wir dort eine Stadt gründen, wie reagiert Süleyman dann darauf? Gen Osten? So im großen Barrier Riff. Können wir es uns leisten, weiter einen Siedler um Siedler rauszuhauen? Wie gehen wir mit den Politikkarten um? Wollen wir mal langsam umstellen auf Militärproduktion? Fragen über Fragen. Nächste Folge geht es weiter. Dann kommt vielleicht die ein oder andere Antwort rein. Bis dann.